Hi und herzlich willkommen zum ersten Live-Video in der Raus aus der Lustfalle-Gruppe. Mein Name ist Silke Rosenbusch, ich bin Medizinstudentin und die Erfinderin der Raus aus der Lustfalle-Challenge. Und man findet mich im Internet unter www.silke-rosenbusch.de für alle, die dieses Video woanders sehen und nicht in der Raus aus der Lustfalle-Facebook-Gruppe. Ich habe euch angekündigt, dass es dieses Video geben wird zum Thema intuitives Essen. Ich blogge seit 2009 über Ernährung und immer mal wieder, so alle paar Jahre, kommt das Thema intuitives Essen aufs Tablett, auf den Teller. Ich bin von jemandem angesprochen worden darauf, was es mit intuitivem Essen auf sich hat, denn es gibt Leute, die das lehren, meist Leute, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie selber gut mit intuitivem Essen zurechtkommen, Leute, die selber nie übergewichtig waren, Leute, die selber nie esssüchtig waren oder irgendwas in der Art. Und intuitiv essen zu können, ist natürlich der Traum, ne? Intuitiv essen und trotzdem ein BMI von 19 haben. Alles essen können, was man essen möchte, so viel, bis man satt ist und dann ein BMI von 19 haben die ganze Zeit. Weil das so wahnsinnig erstrebenswert ist, oder weil es der Traum, der Diättraum oder der Diät-Mentalitätstraum ist oder so, kann man damit eine Menge Geld machen und deswegen gibt es immer mal wieder Leute, die auf die Idee kommen, das zu verkaufen. Intuitiv essen, bis man satt ist, dann aufhören und dann wird man dünn. Ich habe geguckt, ob es Studien, wie immer kommt der Romiper, ob es Studien dazu gibt, dass man mit intuitivem Essen gut abnehmen kann. Romy! Romy! Oh, dass man mit intuitivem Essen gut abnehmen kann. Romy, geh mit der Puppe da weg. Die gibt es nicht. Man hat Studien gemacht, wo man intuitives Essen verglichen hat mit Diät und da haben die Diäthaltenden besser abgenommen. Ist in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch logisch. Ich verlinke euch die, wie gesagt, nochmal unten drunter. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass über 50% der Bevölkerung übergewichtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, bis ich feststellte, dass ich übergewichtig war, intuitiv gegessen. Die meisten Leute, denke ich, essen intuitiv und die meisten Leute sind dabei übergewichtig. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Lebensmittelindustrie uns absichtlich Sachen produziert, die zu stark aufs Belohnungssystem gehen. Es gibt einen Bestseller des Journalisten Michael Moss, das Zuckersalz-Fett-Komplott, wie die Lebensmittelindustrie uns süchtig macht oder so ähnlich. Der beschreibt da, was die Lebensmittelindustrie alles macht, um uns süchtig zu machen, um unser Belohnungssystem zu aktivieren, um uns dazu zu kriegen, dass wir ihre Produkte kaufen. Ja, und daher ist es zumindest so, dass wenn man industrielle Produkte isst, Zucker, Salz und Fett und was daraus hergestellt wird und was nicht in der Natur vorkommt, das süchtig macht, da funktioniert intuitives Essen nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, man kann nicht intuitiv Schokolade essen. Man kann genauso wenig, wie man intuitiv rauchen kann. Die Leute, die intuitiv rauchen, die rauchen ungefähr eine Schachtel. Es sind echt wenig Leute, die mehr als eine Schachtel rauchen. Es sind auch echt wenige, die weniger als eine Schachtel rauchen. Die meisten Leute rauchen intuitiv eine Schachtel. Und wenn die 20 Jahre lang intuitiv eine Schachtel rauchen, dann bekommen die mit großer Wahrscheinlichkeit Lungenkrebs. Na, oder 30, ich glaube 20 Packyears oder so ist so. Ist so. Da sollte man drunter bleiben. Danach steigt das Risiko, Lungenkrebs zu bekommen, exponentiell. Ja, und natürlich hängt die Sättigung oder die Befriedigung durch ein Nahrungsmittel auch davon ab, in welchem Zustand man selbst sich gerade befindet. Zum Beispiel ich in Amerika mit Süßigkeiten, die doppelt so süß sind wie hier, haben viel höher geschraubtes Belohnungssystem im Sinne von, ich brauche viel mehr Droge, um denselben Effekt zu haben. Sprich, Brokkoli schmeckt mir dann nicht mehr so. Brokkoli schmeckt aber wie der Himmel, wenn ich zum einen völlig
mein Belohnungssystem völlig clean ist und unten ist und ich gleichzeitig am besten auch noch hungrig bin. Je hungriger man ist und desto je tiefer das Belohnungssystem runtergefahren ist, desto leckerer schmeckt Essen. Das Faszinierende daran ist, dann schmeckt plötzlich das Gesunde genauso lecker, wie wenn man ein so hochgefahrenes Belohnungssystem hat, und dann was total Ungesundes isst oder essen muss. So, und schlussendlich wollen ja alle Leute, die intuitiv essen wollen und intuitiv essen wollen, weil sie den Genuss von allen Nahrungsmitteln haben wollen, wollen ja eigentlich nur den Genuss von allen Nahrungsmitteln. Wir wollen ja das Hochgefühl, die tollen Emotionen, die uns das Essen bringt. Ich auch mit meiner favorisierten Droge Schokolade und Eis. Ich weiß aber, es gibt Sachen, gehen weniger stark auf das Belohnungssystem, können mich aber, wenn ich ein cleanes Belohnungssystem habe, also hier unten, genauso stark befriedigen wie Ben & Jerry's vegan. Nämlich zum Beispiel Bananeneis. Ne? Gefrorene Banane, püriert Bananeneis. Befriedigt mich genauso. In dem Moment, wo ich es esse, wie Ben & Jerry's. Aber es ist wesentlich gesünder, es hat wesentlich weniger Kalorien, es hat wesentlich weniger gesättigtes Fett, bla 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 bla. So, und dann wiederum, dann, wenn man diese industriellen Nahrungsmittel rauslässt, die Sachen, die süchtig macht, rauslässt, die Sachen, von denen man zu viel isst, wenn man auf seinen Instinkt hört, wenn man das weglässt, dann funktioniert intuitives Essen plötzlich sehr gut. Denn ernsthaft, wer hat denn schon wirklich Lust, für den Rest seines Lebens Kalorien zu zählen oder Punkte zu zählen oder Gramm von irgendwas zu messen? Oder was machen andere? Es gibt in Amerika so Esssuchtgruppen, die alles portionieren. Du darfst, weiß ich auch nicht, 180 Gramm Fleisch essen und 300 Gramm Brokkoli und eine Kartoffel von 100 Gramm oder so, aber dann nicht mehr. Wenn man das macht, dann entwickelt man niemals ein funktionierendes Hungergefühl. Was man hier in der Raus aus der Lustfalle Challenge sehr gut kann. Und eben auch mit den Sachen kann, die nicht auf das Belohnungssystem wirken, nämlich Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte. Die wirken zwar auch auf das Belohnungssystem in dem Sinne, als dass unser Belohnungssystem uns auch belohnt, wenn wir uns ernähren, einfach nur, aber eben nicht so stark wie die industriell hergestellten Sachen, die über Zucker, Salz und Fett hochgradig auf das Belohnungssystem wirken. McDougall hat kürzlich ein Interview geführt mit Dr., wie heißt er, David Katz? Das ist auch ein Schulmediziner. Und der hat dieses Buch nämlich auch wieder erwähnt, was ich auch schon vor Ewigkeiten gelesen habe. Aber der sagt was Tolles in dem Zusammenhang auf das Buch. Die Nahrungsmittel, die nicht süchtig machen, die haben nur eine einzige Zutat. So, also, ne? Linsen. Orangen, Bananen, Vollkornreis oder sowas. Damit will der nicht sagen, dass man Mono essen soll oder so. Aber wenn man halt Sachen im Supermarkt kauft, dann sollte man die Sachen kaufen, die nur eine Zutat haben. Und wo nicht mehr drin ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Intuitives Essen funktioniert dann, wenn man die richtigen Nahrungsmittel auswählt. Wenn man die falschen Nahrungsmittel auswählt, funktioniert es nicht. Die meisten Leute essen intuitiv und sind damit übergewichtig und krank. 40% sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 25% an Krebs. Wobei ich nicht sagen will, dass jeder Krebs ernährungsbedingt ist. Viele sind halt auch rauchungsbedingt oder alkoholbedingt. Aber das ist ja alles das Gleiche. Alles, was über das Belohnungssystem geht, alles, was uns süchtig macht, ist schlussendlich das Gleiche. Deswegen kann man nicht intuitiv trinken und nicht intuitiv rauchen und auch nicht intuitiv essen, wenn man Sachen wählt, die das Belohnungssystem übermäßig aktivieren. So, ist irgendjemand da und hat eine Frage? Hallo Klaus, hast du eine Frage? Du hast gerade erst eingeschaltet, ne? Ja, wenn keine Fragen kommen und mir wurden auch vorab keine Fragen gestellt, dann kann ich dieses Live-Video dann jetzt auch beenden. Mein Plan ist aktuell, alle 2 Wochen ein Live-Video hier in der Gruppe zu machen und die anderen 2 Wochen auf meiner Facebook-Seite Food is Medicine. Klaus ist fragenlos. Ja, da kann ich nichts machen. Ansonsten gerne Fragen unten drunter
falls noch welche sind. Und wenn ihr Ideen habt für nächstes Facebook Live, dann lasst es mich wissen. Das war's. Ich sag ciao. Macht's gut. Schönen Abend und bis in 2 Wochen. An dieser Stelle, eure Silke. So, und jetzt geht's noch mal kurz um meine eigene Sache, nämlich den Launch der Raus aus der Lustfalle Challenge als Online-Kurs. Ich will euch mal kurz erzählen, wie das Ganze aussieht. Also schlussendlich wie immer, die Raus aus der Lustfalle Challenge geht 3 Wochen lang. Man hat jeden Tag Zugriff auf einen Motivationstext und ein Video meinerseits und es gibt jeden Abend ein Webinar, ein Gruppenwebinar, wo man alles besprechen kann, was im Laufe des Tages an Fragen aufgekreuzt ist. Ich habe festgestellt, je intensiver ich die Challenger betreue, desto bessere Erfolge haben die. Daher ist es mir wichtig, dass ich die intensiv betreuen kann. Deswegen kann ich das auch nicht mal nebenbei machen, sondern muss Geld dafür nehmen. Denn es ist ja auch meine Zeit, die dabei drauf geht. Es gibt aber zusätzlich noch, und das ist jetzt anders als an den vorherigen Challenges, es gibt vorher eine Vorbereitungsphase, wo ich die Leute dahin führe, dass sie zum Beispiel auf Kaffee verzichten können, also dass wir Kaffee ausschleichen. Es wird aber auch 4 Tage vorher ein Webinar geben, wo man eben alle vorher Fragen klären kann, wo man sich überlegen kann oder sich Tipps holen kann. Wie mache ich das mit der Familie? Wie mache ich das mit dem Alltag? Wie kriege ich mein Essen und meinen Job auf die Reihe? Muss ich selber kochen? Was kann ich kochen? Und so weiter. Ach so, und da fällt mir ein, es gibt auch noch an jedem einzelnen Tag ein Rezept zusätzlich obendrauf. Also das ist so das, was man an einem Tag hat. Und das Ganze wird auch noch nachbereitet werden, dass man sich die Erfolge aus der Challenge erhalten kann, nachdem die Challenge schon vorbei ist. Und die Challenge ist für alle Leute, also die Challenge ist für dich, wenn du endlich nicht mehr wie automatisiert nach jeder Süßigkeit greifen willst, die sich in deiner Umgebung befindet. Wenn eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung für dich Sinn macht, es aber an der Umsetzung hapert, was mir viele Leute gesagt haben. Wenn du seit Jahren darum kämpfst, Gewicht zu verlieren, egal ob es 5 Kilo sind oder 25 Kilo, das hilft bei allen Leuten. Wenn du alles in deinem Leben in den Griff kriegst, nur dein Gewicht und dein Essverhalten nicht, was auch ein wichtiger Faktor ist, denn die meisten dicken Leute sind eben überhaupt gar nicht willensschwach oder disziplinlos. Sie kriegen nämlich alles in ihrem Leben hin, nur das Abnehmen nicht, weil das tiefer geht. Wenn du ständig ins Fitnessstudio rennst, um das zu viel Gegessene wieder abzutrainieren, auch das gibt es sehr häufig. Alle YouTube-Fitnessgurus sind sowas zum Beispiel. Wenn man alleine nicht durchhalten kann, natürlich. Wenn man ständig Süßigkeiten-Impulskäufe tätigt und das nicht mehr möchte. Wenn man vegan geworden ist, um abzunehmen, das aber irgendwie nicht funktioniert hat. Wenn man den schnellsten Weg sucht, aus der Lustfalle auszusteigen, also sich von Esssucht zu befreien, wenn man den Glauben an Wunderdiäten aufgegeben hat, wenn man wissen will, was man essen muss, um keine Gelüste mehr zu haben und um nachhaltig abzunehmen, wenn du dein Essen nicht mehr wiegen oder Punkte und Kalorien zählen willst, ist ja auch schlimm, wenn man sich satt essen will, wenn man Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck hat oder Hypercholesterinämie, also einen zu hohen Cholesterinspiegel und ganz schnell Resultate in den Werten sehen möchtest. Mir hat jemand gesagt, ich sollte auf jeden Fall bei der Challenge, wenn dann der Online-Kurs startet, sagen, vorher und nachher Bluttest machen, würde ungemein motivieren. Finde ich nicht schlecht, diesen Tipp. Wenn man Tipps und Tricks und Unterstützung sucht, um durchzuhalten und wenn man sich nur 4 Tage diszipliniert verhalten möchte und nicht für den Rest seines Lebens, denn es dauert nur 4 Tage, sich aus der Zuckersucht zu befreien, schlussendlich. Und wenn man nie wieder der Mensch sein will, der die Kontrolle über Essen verliert. Das sind so die wichtigsten Sachen, die die Challenge kann. Ich verlinke weitere Informationen unten drunter. Und ab morgen, erst ab morgen, sind die Kurstüren geöffnet, kann man das auch kaufen. Und die Challenge geht los am 27. April. Ja, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ciao, bis morgen zu Minimalismus. Was kommt? Ach ja. Ich habe was neu gekauft, was ich vorher minimalisiert habe. Darum geht's. Spannend eigentlich. Bis morgen, eure Silke.